richtiges Denken zeigt sich nicht, wenn es einem gut geht. Wenn es uns gut geht, ich werde geliebt, jeden Tag melden sich 20 Kunden bei mir, mein Konto ja, ist gefüllt, alles ist wunderbar, dann kann jeder positiv denken. Überraschung, das ist keine Leistung. Ja? Also das richtige Mindset zeigt sich in Herausforderungen. Wenn du wirklich vielleicht noch gar nicht so viel hast oder wenn du Schwierigkeiten gerade erlebst, ja, Trennungen oder im Job irgendwelche Veränderungen, deine Mitarbeiter kündigen und so weiter. Was denkst du dann? Da zeigt sich ja letztendlich dein Mindset. Und es geht nicht wirklich darum, dass man einmal am Tag oder einmal in der Woche positiv denkt, sondern es ist Regelmäßigkeit zahlt sich auch regelmäßig, wie beim Sport. Ich kann ja nicht ein paar Liegestütze machen und nach 2 Wochen zum Spiegel laufen und sagen, ja komisch, irgendwie immer noch nicht abgenommen. Ne? Das geht nicht. Es ist ein regelmäßiger Prozess. Ja, und das, wenn das, also es ist so leicht und gleichzeitig schwierig, weil es so leicht ist. Weil die Leute es nicht glauben. Sie glauben, viele sagen, naja, es kann ja nicht so leicht sein. Es kann ja nicht sein, wenn ich jetzt mich nur erfolgreich denke, dass ich das bekomme. Doch, natürlich, nur, das musst du dir so vorstellen, es ist erstmal am Anfang ein Samen, den du einpflanzt. Lass ein bisschen die Zeit vergehen. Es manifestiert sich, ja. Also erstmal geht es um die Wurzeln, die du pflegst. Und das ist dein Mindset, die Wurzeln wachsen und wachsen und wachsen. Du denkst positiv, du hast die richtigen Bilder im Kopf. Deine Grundenergie ist in Ordnung. Du lässt dich nicht verunsichern und sagst, okay, Kritik in Ordnung, was kann ich daraus lernen? Was ist das Geschenk für mich? Also du bleibst in deiner positiven Energie oder in einer guten Energie. Muss ja nicht immer Juhu-Schrei laufen, aber dass du sagst, geht mir schon gut. Ich weiß, was ich will. Also ich mache das alles, ist wunderbar. Und dann wird dieser Samen aufgehen. Es wird eine Pflanze daraus entstehen. Nur du musst dein Mindset pflegen, also die Sonne drauf scheinen lassen, ne, bei den Wurzeln, also gießen. Also das muss ja gepflegt werden. Und dann kommen die ersten Blätter und irgendwann steht eine Blume daraus oder sogar ein großer Baum, zum Beispiel eine Palme oder wie auch immer. Ja. Ja, sehr cool. Also ich denke, auch da waren schon sehr, sehr viele Informationen drin. Und jetzt gehe ich mal davon aus, dass der oder die Zuhörerin sich ja dann auch mal so die Frage stellt, ja, ich habe jetzt vielleicht bei mir selber auch gerade so ein, zwei Gedanken identifiziert oder schon mal, ja, ich kann damit was anfangen. Was könntest du denn so für 2 besondere Tipps geben denjenigen, die jetzt sagen, ja, ich möchte daran was ändern? Wie können die da angehen? Also zum einen ist es auch wichtig, sich erstmal zu fragen, was will man wirklich? Also ich sage mal 3-mal W, was will ich wirklich? Kann man sich gut merken. Weil nur positiv zu denken, also ist okay, hat man eine gute Stimmung, aber es heißt noch lange nicht, dass man erfolgreich ist. Also, dass man sich vorher überlegt, was will ich? Also nehmen wir ein einfaches Beispiel, ich möchte 2 Kilo abnehmen. So, und da fängt es schon an, also wie sehe ich mich, wenn ich 2 Kilo abgenommen habe oder 5 Kilo abgenommen habe, dass ich da einfach mal schaue, okay, was sind die Gedanken, die mir helfen, zu meinem Ziel zu kommen, ja, dass ich sage, okay, ich akzeptiere meinen Körper, ich bin, ja, ich achte auf meine Gesundheit, es geht mir gut, ich bin schlank, dann sage ich mir das auch und gleichzeitig sehe ich dieses Bild vor meinem geistigen Auge. Ja? Also denken ist eine Sache, aber es ist immer gut, das mit einem Gefühl zu verbinden. Das ist total wertvoll. So, dann siehst du dich schon schlank, wie du die schönen Klamotten anhast, die jetzt vielleicht noch nicht passen. Ja, wie du am Strand vielleicht läufst, Bikini, alles wunderbar. Also solche Sachen. Ne? Und also einmal sich überlegen, was will ich wirklich? Und dann tatsächlich sich zu fragen, welche Gedanken helfen mir, dieses Ziel zu erreichen? So, das ist vielleicht so der erste Tipp. Und der zweite Tipp ist, stell dir die richtigen Fragen. Das hast du ja schon am Anfang angesprochen. Die meisten Menschen stellen sich schlechte Fragen, wertlose Fragen, sage ich mal dazu. Was mache ich falsch? Oh, wieso bin ich so langsam? Ne? Wir hatten das ja gerade am Anfang des Interviews. So, und jetzt fragst du dich, wie kann es leicht gehen? Wie kann ich mir eine Freude sein? Was kann ich dann heute essen, damit ich mein Ziel schneller erreiche, ne? 5 Kilo abnehmen? Was ist so die richtige Sportart für mich? Was hilft mir gerade? Wer kann mich dabei unterstützen, mein Ziel zu erreichen? Also, sich immer wieder Fragen stellen, die dir helfen, zu deinem Ziel zu kommen und deine Energie zu verändern. Und das ist super, super wertvoll. Allein schon mit diesen 2 Tools
ja, kann man ganz, ganz viel verändern. Und einfach sich immer klar machen, du kannst wählen. Wir können jeden Tag wählen. Und wählen heißt, ich wähle, dass ich in meiner Selbstständigkeit, ja, entspannt erfolgreich bin. Ich wähle das, dass ich für Kunden wie ein Magnet bin, dass ich ein Kundenmagnet bin zum Beispiel. Oder ich wähle eine wundervolle Beziehung zu meinem Partner, zu meiner Partnerin. Das ist meine Wahl. Also es ist nicht so, ich versuche das mal, sondern ich wähle, das ist ein Commitment. Es ist mein Commitment. Mein Business ist mein Feuerwerk, ja, oder ein großes Feuerwerk. Ja. Es ist ein Commitment, es ist eine ganz feste Entscheidung, eine kraftvolle Entscheidung, die man trifft. Und wenn du das für dich wählst, dann verändert sich ja schon auch deine Ausstrahlung. Und dann stellst du dir die richtigen Fragen, wie kann es gehen? Was braucht es dafür? Was sind heute die richtigen Schritte, um mein Ziel zu erreichen? Und so geht es immer weiter. Das sind so, glaube ich, so die richtigen Tipps. Und was auch super wichtig ist, proaktiv zu leben. Das sage ich auch immer in meinen Coachings. Proaktivität versus reaktiv sein oder Reaktivität, weiß ich nicht, Reaktion zeigen. Also proaktiv heißt ja, ich stehe morgens auf, wie du schon sagtest auch, ich bin dankbar für das, was ich habe, ich fühle das auch. Ich verbinde mich mit meinem Ziel, was möchte ich wirklich, wie soll mein Tag heute verlaufen? Ich möchte heute Leichtigkeit spüren. Ich möchte heute ein tolles Mitarbeitergespräch führen. Ich möchte heute einen guten Ausflug mit Kindern haben. Wie auch immer, was man gerade sich wünscht. Aber jetzt nicht einfach nur aufstehen und das wäre reaktives Verhalten, aufs Handy schauen und sagen, oh Gott, schon wieder diese E-Mails. Oh Gott, was will er denn von mir? Oh nee. Das heißt, wenn man schon so mit solchen Gedanken aufsteht, ja, und schon mal gleich sich ablenken lässt und ja, also all das, was auf dich einprallt und dann beschäftigst du dich mit Dingen, die vielleicht dich runterziehen. Dann wird der ganze Tag so. Bist du eigentlich nur noch genervt? Und viel schöner ist es, bevor du aufstehst, bevor die Aufgaben auf dich zukommen, dass du dir überlegst, wie will ich diesen heutigen Tag erleben? Welche Emotionen möchte ich haben? Ja, und sich das kurz vorzustellen. Und das ist wirklich kein Prozess, musst du nicht eine halbe Stunde legen und sich das vorstellen. 5 Minuten. Aber mit dieser Freude und vielleicht tatsächlich in die Dankbarkeit gehen, in das Gefühl, was ist gerade richtig gut in meinem Leben? Ich bin gesund. Es geht mir richtig gut. Ja, ich habe eine Arbeit, die mir Freude macht, zum Beispiel. Ich habe einen tollen Partner, wie auch immer. Oder ich habe einen tollen Hund. Es gibt Menschen, viele haben Haustiere. So, und dann bist du einfach in einer ganz anderen Energie. So, und das ist eine gute Basis, um dann hier zu starten und sich zu überlegen, hey, was will ich dann in 2 Jahren erreichen? Was ist wirklich mein krasses Ziel? Was ist richtig mein großes, großes Ziel? Wie kann ich selbstbewusster sein? Wie kann ich viel mehr an mich selbst glauben? Wie kann ich diese Stärke in mir spüren und noch mehr nach außen zeigen? Genau, und das ist so Step by Step. Aber wichtig ist immer das Fundament, ja. Ja, also vielen Dank auch dafür, für deine Tipps, die du uns da gegeben hast. Also das ist auch jetzt auf jeden Fall eine Handlungsempfehlung an unsere Zuhörer, dass sie die beiden Tipps auf jeden Fall anwenden, ne? Also es ist ja immer so, man kann immer viele hilfreiche Tipps bekommen, wenn man sie dann nicht anwendet. Ich sage immer so eine 72-Stunden-Regel. Also wenn du den Podcast jetzt hörst, innerhalb von 72 Stunden das einfach mal ausprobieren, weil die Wahrscheinlichkeit ist, wenn du das innerhalb der 72 Stunden nicht machst, wirst du es wahrscheinlich niemals machen. Ich habe jetzt noch ein paar Fragen. Es geht auch so in Richtung dieses Thema Mindset, passt aber auch zu unserer Zeit. Wir sind ja jetzt gerade immer noch in diesem ganzen Corona-Wahnsinn und viele haben ja jetzt Erfahrungen gesammelt und da gibt es ja unterschiedliche Sichtweisen. Es gibt ja welche, die sagen, ach du meine Güte, wo soll das noch hinführen? Wie soll ich jetzt damit umgehen? Und vielleicht ist mein Job gefährdet oder meine Selbstständigkeit, mein Geschäftsmodell, wie auch immer. Und dann gibt es welche, die sagen, ja, okay, Corona ist da, wir können jetzt das nicht ändern, das ist nun mal so. Was sind denn jetzt die Chancen? Und meine Frage ist jetzt an dich, wie bist du damals, sag ich mal, damit umgegangen, als auf einmal Corona kam? Und ja, was kannst du da auch den Zuhörern oder auch deinen potenziellen Kunden einfach für Tipps geben, wie sie jetzt gerade in dieser Corona-Zeit ja damit umgehen können? Ja, gerne. Also, wie war es für mich? Klar, es war erstmal so ein Schock.
Ich meine, man muss dazu sagen, zu dem Zeitpunkt habe ich viel für große Konzerne gearbeitet, für Airbus, Otto, Pirk und Kloppenburg, Telekom. Also ich habe Workshops für Führungskräfte geleitet, habe Coachings gegeben, alles vor Ort. Es wurde alles abgesagt. Das heißt, es war ja wie für viele Menschen erstmal so ein Schock. Oh Gott, was mache ich jetzt? Und das ist auch okay, dass man erstmal vielleicht kurz, ich sag mal, enttäuscht ist. Wir sind ja auch alle Menschen und es ist eine normale menschliche Reaktion. Für mich gilt das, und das ist genau die Empfehlung für alle, auch für die Zuhörer, wie komme ich aus dieser Situation raus? Also wenn ich merke, es belastet mich jetzt gerade, weil wir haben ja gesagt, wenn wir in dieser Energie stecken, in dieser Negativität, da haben wir, dann sind wir ja nicht kreativ. Ja, weil die negative Energie, die macht dich klein, sie macht dich unsicher, sie macht dich demotiviert, du siehst keine Chancen, du bist nicht kreativ und du bleibst da stecken, wo du bist. Oder vielleicht machst du irgendwas, aber eigentlich glaubst du nicht daran. Das heißt, was mir geholfen hat, und das ist richtig, richtig gut, dass ich die Situation auch damals akzeptiert habe. Und das ist aber auch, kann man auf alle Dinge übertragen, aber gerade in dieser Corona-Zeit, es ist, wie es ist. Es ist ja auch generell bei Sachen, die unveränderbar sind, wenn es regnet. Es ist, wie es ist. Wir können das ja nicht verändern. Ja, wir dürfen, wenn es uns belastet, kurz darüber sprechen. Und wir haben ja schon gesagt, es ist ja auch okay, dass man mal ein bisschen sich ärgert. Es ist in Ordnung. Und dann einfach mal möglichst schnell, ja, die Empfehlung, die Situation zu akzeptieren und zu sagen, es ist, wie es ist. Ja. Es ist einfach, ich kann es nicht verändern. Und dann im zweiten Schritt, wie kann ich diese Situation für mich anders nutzen? Was kann ich dann jetzt tun? Was sind die Möglichkeiten für mich? Was kann ich denn machen, dass ich wirklich diese Umstände als zum Vorteil für mich nutze, dass es für mich ein Vorteil ist? Was kann ich denn tun? Und das sind die Fragen, mit denen ich gelaufen bin. Klar, ich hatte nicht sofort die Antworten, aber ich habe mich immer wieder mit diesen Fragen beschäftigt, was kann ich jetzt tun zum Beispiel, damit mein Business vorangeht? Was sind jetzt die richtigen Entscheidungen, die ich treffen kann? Wer kann mich dabei unterstützen? Und du wirst geleitet. Plötzlich meldet sich jemand bei dir. Plötzlich findest du Bücher im Internet, die gucken dich einfach an, obwohl du ja gar nicht vielleicht die vorher gesehen hast. Plötzlich hast du Lösungen. Plötzlich triffst du Menschen, die geben dir einen Tipp und sagen, mach das doch, mach da so ein Online-Coaching und so, dann weißt du, wie du im Online dein Business aufbauen kannst, als Beispiel. Und so weiter. Das habe ich dann auch gemacht, dass ich dann einfach mich auf Online umorientiert habe. Ich habe vorher schon ein bisschen Online-Coachings gemacht, aber nicht in dieser Intensität. So, und dann kam diese Corona-Zeit und da hatte ich diese ganzen Fragen mir gestellt, wie kann ich die Situation für mich wirklich effektiv nutzen? Weil es bringt ja nichts, wenn ich Opfer bleibe. Ja, es ist scheiße, ja, es ist blöd. Aber es bringt mich halt nicht weiter, wenn ich da halt stecken bleibe. Also, ich bin der Gestalter meines Lebens, ich bin der Bestimmer in meinem Universum. Wie kann es für mich gehen, dass ich in der Situation, die einfach nicht schön ist, egal, wie kann ich erfolgreich sein? Was kann ich denn tun? Das, was zu mir passt. Und dann kamen auch die Lösungen auf mich zu und da habe ich mein Online-Business noch mehr ausgebaut und habe mich dann auch mit Online-Marketing beschäftigt und so weiter und so fort. Ja, also da ging das. Das heißt, die Lösung ist tatsächlich die Akzeptanz. Also zu akzeptieren, die Sachen so, wie sie sind. Zu sagen, okay, ich kann das ja nicht verändern. Es gibt Dinge, die man verändern kann, wenn man jetzt einen Fehler macht irgendwie und dann vielleicht, weiß ich nicht, macht irgendwelche Aufstellungen, irgendwelche Zahlen, berechnet man irgendwas und da ist ein Fehler und das kannst du ja verändern. Aber es gibt Dinge, die man jetzt so nicht verändern kann, hast du keinen Einfluss. Aber du kannst immer verändern, wie du darüber denkst. Und du kannst immer verändern, wie deine Einstellung dazu ist. Also, und deswegen ist es total wichtig, dass du die Sache an sich akzeptierst und schaust, okay, liebes Universum, sage ich dann immer, was ist das Geschenk für mich? Genau das, was ich vorhin gesagt habe. Was ist für mich das Geschenk, bitte? Also, was darf ich jetzt hier für mich lernen? Ach so, ich darf mich weiterentwickeln. Das war für mich auch aus der Komfortzone raus. Bei solchen Sachen ist es angebracht, die Komfortzone zu verlassen, weil die Komfortzone nicht wirklich komfortabel ist. Die Komfortzone ist nicht wirklich komfortabel, weil das irgendwann ein Stillstand ist.
In der Komfortzone ist alles bequem, es ist gemütlich, ja. Das heißt, man weiß, wie die Dinge passieren, was passiert, wenn ich das mache oder jenes mache. Also es ist alles sehr, sehr bequem, es tut nicht weh. Aber ein Stillstand ist irgendwann ein Rückschritt. Ne? Ich sage ja immer, man ist immer entweder auf dem Weg nach oben oder auf dem Weg nach unten. Das habe ich, glaube ich, bei Joe Biden gelesen in seinem Buch. Man ist immer entweder auf dem Weg nach oben oder auf dem Weg nach unten. Es gibt keinen Stillstand. Stillstand bedeutet irgendwann, ich entwickle mich nach unten. Das ist nicht schön. So, das heißt, die Frage ist, will ich wirklich in meiner Komfortzone stecken bleiben? Nein, will ich nicht. Ich möchte mich weiterentwickeln. Und ja, was kann ich denn jetzt tun, um voranzukommen? Ja, also was sind meine Ziele tatsächlich? Und dann sich einfach zu trauen und ins kalte Wasser zu springen und sagen, okay, ich mache jetzt etwas anders. Ja, ich traue mich, bewerbe mich irgendwo oder ich starte ein neues Projekt, neues Business. Ich melde mich bei einer Person an oder rufe sie an. Eigentlich habe ich mich vorher nie getraut, aber ich mache das jetzt einfach. Ich springe ins kalte Wasser und ich sage mal, ja, das Wasser wird nicht wärmer, wenn du später springst. Ne? Mach das jetzt. Das bleibt kalt. Es bleibt einfach ja, immer cool. Kalt. Also mach jetzt es einfach. Und dadurch wächst auch dein Selbstvertrauen. Dann bist du selbstbewusst. Du glaubst viel mehr an dich selbst, weil du merkst, oh krass, ich habe jetzt einen Schritt gemacht, außerhalb meiner Komfortzone. Es hat wehgetan. Ja, genau, Vorsicht an der Stelle. Es kann ein bisschen wehtun, seelisch. Dass ich sage, oh Gott, ich habe ein bisschen Angst, oh, ich habe es so nie vorher ausprobiert. Mach es trotzdem. Spür die Angst und mach es trotzdem. Mit der Angst das tun, was du tun willst. Und nur so kommt man weiter. Also wenn man die Komfortzone nicht verlässt, dann bringt das Visualisieren und das Meditieren absolut gar nichts. Das ist dann schön in deinem Mindset, dass du das dir alles vorstellen kannst, aber du handelst ja nicht. Ein neues Ergebnis zu bekommen, musst du ja beide Dinge miteinander verbinden. Also das Tun, ja, also Handeln, aber nicht ins Aktionismus verfallen, ich mach, ja, sondern vorher dir genau zu überlegen, die richtigen Glaubenssätze zu installieren, dein Mindset aufzuräumen, ne, das ganze Unkraut rauszuziehen, erstmal so. Dann hast du deinen Erfolg im Kopf schon mal, ja, schon mal sehr gut. Und jetzt darfst du handeln. Und das Handeln, ja, es wird ein bisschen unangenehm, macht nichts. Mit jedem unangenehmen Schritt erweiterst du deine Komfortzone. Das heißt, du wirst immer stärker. Und das ist richtig cool. Das ist wie bei mir. Ja. Also ich weiß noch, vor 10 Jahren habe ich mich nicht getraut, ja, im Meeting irgendein Wort zu sagen. Ich habe so eine Angst gehabt. Ich dachte, oh Gott. Waren so viele Alpha-Männchen am Tisch, so einen runden Tisch, haben diskutiert und dachte, oh, ich habe Angst, dass meine Meinung nicht so gut ankommt. Ich habe mich nicht getraut. Und jetzt gehe ich auf die Bühne, spreche vor 2000 Menschen. So, das heißt, es ist machbar, aber ja. Ja, klar, es ist durch die Angst durchgehen. Und dann hast du das Geschenk für dich, das größte Potenzial. Ja? Sehr cool. Also den Satz, das kalte Wasser wird nicht wärmer, wenn du später springst, den nehme ich auf jeden Fall mit. Das ist so, den finde ich richtig cool. Und wenn ich jetzt einfach mal so unser Interview bis hierhin mal zusammenfasse, ist es ja im Endeffekt so eine Kombination aus Vorbereitung, Mindset, also innere Haltung und dann natürlich auch ins Handeln kommen. Und ich würde da ein Bild, das mir gerade so in den Kopf gekommen ist, dazu einfach nehmen, wenn jetzt jemand Hochleistungssportler ist, dann trainiert er sich ja auf diesen Tag, wo er das dann abrufen kann. Und so würde ich jetzt einfach mein Leben sehen. Ich trainiere meinen Geist, meine Fähigkeiten darauf hin, dass dann irgendwann der Tag, also das Leben dann kommt, wo ich diese Fähigkeit dann auch brauche, wo ich dann bei der Herausforderung dann wirklich sage, selbstbewusst, yo, ich schaffe das, ich habe schon andere Dinge gut geschafft und die werde ich auch ganz leicht meistern, die Herausforderung. Und ich kann mich vor Menschen stellen und auf der Bühne oder vor Führungskräften, wie auch immer, mich dann dahingehend zu positionieren. Also immer Vorbereitung, trainieren und dann halt auch umsetzen und tun. Also oder ein anderes Beispiel beim Führerschein, es gibt theoretische Bereiche und dann gibt es die Praxis und dann mache ich ja in der Theorie die ganzen Prüfungen und dann muss ich natürlich auch Auto fahren, ne, um dann halt das Fahren dann auch umzusetzen, das Gelernte auch dann umzusetzen. Und so, denke ich, kann man das mit dem Mindset auch nehmen, dass man sagt, ich muss mich erstmal theoretisch, gedanklich darauf vorbereiten und dann setze ich es in der Realität um und schaffe mir meine echte Realität, die mir gefällt
und gehe dann aus der Opferrolle in die Schöpferrolle. Vielen Dank auf jeden Fall bis hierhin für dieses coole Interview. Ich habe da also wahnsinnig viel mitgenommen und ich denke, die Zuhörer haben auch wahnsinnig viel mitgenommen. Jetzt habe ich noch so eine Frage an dich. Es könnte ja sein, dass der ein oder die andere sagt, ja, das ist echt ein spannendes Thema und ja, die Frau Dr. Jana Fese, die ist auch sehr sympathisch und die hat mich total angesprochen. Wer sind denn so deine Kunden und wie können die dich dann am besten erreichen? Ja, also ich arbeite mit zum Beispiel mit Selbstständigen, mit Unternehmern, mit allen Menschen, die wirklich etwas in ihrem Leben verändern können. Ja. Es sind auch Führungskräfte, die auch sehr oft zu mir kommen. Aber mir geht es wirklich darum, mir geht es um dieses Commitment. Ich möchte wirklich einen Unterschied in meinem Leben machen. Ich möchte wirklich erfolgreich sein. Denn mit Menschen, die nur etwas versuchen wollen, das ist. Es ist wirklich Zeitverschwendung für beide Seiten, ne? Also etwas versuchen wollen ist keine kraftvolle Entscheidung. Das heißt, wenn du sagst, okay, ich bin gerade am Anfang meiner Selbstständigkeit, ich habe noch sehr viele Unsicherheiten, ich habe viele Selbstzweifel, so, dann kannst du zu mir kommen, dann nehme ich dich an die Hand, wir räumen dein Mindset auf und dann wirst du richtig wie eine Rakete abgehen. So, wenn du mitten in dein Business bist und sagst, okay, es stockt so ein bisschen, es sind so wellenartig, mal gut, mal schlecht, das bedeutet, dass du mal sehr gut denkst, positiv denkst und dann lässt du dich aber von negativen Ergebnissen beeinflussen, dann bist du wieder in deine Tiefphase und deswegen ist es so eine Welle. Da können wir dann dein Mindset stabilisieren. Also, das klingt so ja witzig, aber darum geht es ja, dass du wirklich da nicht immer wieder rauskommst, weil da irgendeine Herausforderung auf dich zukommt. Weil, wenn eine Herausforderung vorbei ist, dann kommt die nächste, die werden nie zu Ende sein. Also, das darf man schon mal akzeptieren, so für sich. Ja? Und genauso für Frauen. Also, ich arbeite auch sehr, sehr viel mit Frauen, wobei auch. Generell ist es ja auch geil, wenn auch Männer, Frauen, das ist völlig egal. Aber auch gerade Frauen, die sagen, okay, ich möchte wirklich, also ich habe da ein bisschen Angst, weil ich selber ja, ich kenne diese Blockaden als Frau mit Männern, vielleicht auch in männerdominierten Welten, zum Beispiel in Teams, in Besprechungen vielleicht zu arbeiten, vielleicht in irgendwelchen Konzernen. Oh Gott, wie kann ich mich da besser durchsetzen? Wie kann ich wirklich andere Menschen von meiner Idee, von mir selbst überzeugen? Also, die können alle zu mir kommen. Also Selbstständige, Unternehmer und Führungskräfte zusammengefasst. Was ist mit denjenigen, sage ich mal, die jetzt sagen, ja, ich bin jetzt im Angestelltenverhältnis und sagen so, ich glaube, ich bin zu höheren Berufen, sei es halt von der Position her im Angestelltenverhältnis oder die haben schon immer so eine Idee im Kopf, aber trauen die sich nicht umzusetzen mit einer Selbstständigkeit, zweites Standbein vielleicht erstmal oder so. Sind das auch potenzielle, ja, Interessenten für dich, wo du sagst, das sind welche, denen kann ich auch besonders gut helfen? Genau, für mich, ja, ist es auch, also auf jeden Fall kann ich solchen Menschen auch helfen. Für mich ist wirklich entscheidend, dass derjenige wirklich etwas verändern will, dass er sagt, so will ich nicht weiterleben. Ich weiß, es steckt viel mehr in mir und ich möchte aus mir rauskommen. Ich möchte wirklich mein größtes Potenzial leben und entfalten. Ich möchte über mich hinauswachsen. Wie kann es gehen? Und wenn da diese starke Motivation dabei ist, dann ja, also können diese Menschen zu mir kommen. Ich habe natürlich vorher über selbstständige Führungskräfte gesprochen, weil das sind so gerade Menschen, die ja tatsächlich sich oft, zumindest oft nach oben bewegen wollen, sagen, hey, ich möchte da wachsen und möchte, dass das noch schöner wird, mit mehr Freude und dass die Kunden kommen. Aber auch Menschen, die sagen, nee, ich muss jetzt nicht nach den Sternen greifen, aber ich möchte einfach bei mich hinauswachsen. Also für mich ist tatsächlich das Wichtigste ist diese Motivation, diese Entscheidung, ich möchte jetzt etwas verändern. Und ja, klar, diese Menschen können sich natürlich auch bei mir melden. Genau. Sehr cool. Jetzt sind wir schon fast am Ende meines Podcasts. Und zwar habe ich aber noch zwei abschließende Fragen. Das sind so meine Lieblingsfragen. Zum einen die Frage, gibt es irgendeine wichtigste Erkenntnis in deinem Leben, die dich sehr stark geprägt hat? Und die kann überall her sein, aus dem Buch, aus dem Film, Coaching, Seminar, irgendwo, wo du es mal erlebt hast. Und was war das für eine Erkenntnis? Die wichtigste Erkenntnis, lass mich überlegen, so die allerwichtigste Erkenntnis, ich glaube, das war aus dem Buch von Joseph Murphy, die Macht des Unterbewusstseins. Und die wichtigste Erkenntnis war für mich, dass wenn ich mein Unterbewusstsein zu irgendwelchen bestimmten Sachen befrage, dann bekomme ich immer eine Antwort. Also
das war für mich total, das war so eine Wahnsinnserkenntnis. Also zum Beispiel, wenn ich nicht weiß, wie es weitergeht, wenn ich keine Lösung im Kopf habe, ich frage mein Unterbewusstsein vor dem Einschlafen. Ich stelle die Frage. Einmal war das so, ich habe meinen Schlüssel verloren, ne? Von der Wohnung. Und ich habe einfach mein Unterbewusstsein gefragt, also vor dem Einschlafen, so liebes Unterbewusstsein, bitte gib mir ein Zeichen, teile mir mit, wo mein Schlüssel liegt. Und am nächsten Morgen hatte ich die Antwort. Oder mein Sohn hatte mal so einen Hinweis gegeben. Also ich mache das immer. Und das war für mich so, ich dachte, ja, echt? So einfach? Also das war, weil unser Unterbewusstsein ist so viel kraftvoller und so viel mächtiger. Und war für mich so eine tolle Erkenntnis, wo ich dachte, na, wenn das funktioniert, dann ist doch alles möglich. Ja. Und das habe ich in seinem Buch gelernt. Das Buch würde ich, also empfehle ich total auch an alle, die sich mit dem Thema Unterbewusstsein beschäftigen wollen. Joseph, Dr. Joseph Murphy, die Macht des Unterbewusstseins. Ja, es ist wirklich sehr cool. Also ich werde das auf jeden Fall mal als Link in schön. Die Show packen. Also kannst, ja, da auch viel für dich rausziehen, auch die Zuhörer natürlich auch. Ja. Sehr cool. Ja, dann kommen wir zu der letzten Frage in diesem Interview, und zwar die Überraschungsfrage. Ja, da ist es ja immer so, dass die Zuhörer schon wissen, dass die kommt, und die Podcast-Gäste nicht immer so. Und dann kriegen die immer schweißnasse Hände und kriegen ganz erschrockene Gesichter. Ich sehe die ja gerade bei der Aufzeichnung und ja, weil sie nicht wissen, was jetzt kommt, weil das ist ja jetzt so eine spannende Frage. Und die Frage steht auch schon fest, und zwar liegt die hinter einer Zahl zwischen 1 und 15. Und deswegen bitte ich dich jetzt, liebe Jana, einfach mal eine Zahl zwischen 1 und 15 zu nennen. Ich nehme mal die 11. Die 11. Coole Frage. Und zwar, mit welcher Persönlichkeit möchtest du einmal ein Dinner erleben und warum? Anthony Robbins, der größte Motivationstrainer aus den USA. Es ist mein Vorbild. Ich bin so begeistert von seiner Energie, wie er Menschen mitreißt. Das ist, also ich habe wirklich so viel von ihm gelernt und viele Videos mir bei YouTube angeschaut. Und ich denke mir, wenn ich ihn sehen könnte, das würde mich wahnsinnig bereichern. Und ich würde ihn fragen natürlich, hey, was sind deine denn Mindset-Tipps und Tools? Weil er ist ja auch, also er hat ja Politiker gecoacht, ne? Also Celebrities, wie sie all ihre Ziele erreichen, wie sie auch überzeugend nach außen wirken. Und wir natürlich nach ihn nach seinen Geheimnissen fragen. Ja, das wäre wohl cool, richtig cool. Sehr cool. Also lieber Anthony Robbins, wenn du jetzt dieses Podcast-Interview hörst, dann lad doch einfach mal die Dr. Jana Fese zum Dinner ein. Ich denke mal, die fliegt auch nach Amerika dafür. Deswegen, einfach mal machen. Genau. Und gib mir eine Rückmeldung, dass du das dann auch gehört hast, weil das finde ich ziemlich cool, wenn Anthony Robbins auch meinen Podcast hört. Ja, das wäre ja richtig cool. Genau. Empfehle ich auf jeden Fall weiter. Sehr cool. Ja, jetzt gibt es bestimmt welche, die mit dir Kontakt aufnehmen möchten. Und ich weiß auch, dass du so eine kleine Überraschung vorhast oder im Petto hast. Deswegen sag doch einfach mal, wie man am besten mit dir Kontakt aufnehmen kann. Was ist dein bestes Einfallstor, um dich zu erreichen? Ja, sehr, sehr gerne. Also meine Überraschung ist, ich habe für die Zuhörer die 7 Tipps für eine selbstbewusste Ausstrahlung vorbereitet. Und das sind wirklich die besten Tipps, die mir geholfen haben, mich innerlich viel stärker und viel selbstbewusster zu fühlen. Also das sind kleine Übungen, die sofort umsetzbar sind. Also wirklich die besten Sachen, nicht einfach mal aus dem Buch irgendwo, sondern etwas, was ich selber praktiziert habe. Etwas, was wirklich wirksam ist. Und also meine Herzenstipps, ja. Und diese Tipps findet jeder, der jetzt Interesse hat, auf meiner Webseite www.janefese.de. Genau, ich denke mal, dass du vielleicht einen Link postest und dann kann man auf die Tipps kommen. Die 7 Tipps für eine selbstbewusste Ausstrahlung, und regelmäßig biete ich auch kostenlose Impulscoachings an. Das heißt, auch da kann ich bei Bedarf informieren. Also wenn man die Tipps herunterlädt, dann sind wir schon mal in Kontakt und dann kann ich auch
wenn ich coole Mindset-Calls mache, Mindset-Coachings, dann kann ich immer rechtzeitig informieren. Und das ist wirklich sehr bereichernd. Ja, vielen Dank für dieses Angebot und für dieses Geschenk, was du uns da machst. Also natürlich packe ich die Links alle in die Shownotes rein. Jeder, der in die Shownotes guckt, hat die Möglichkeit, ganz einfach mit dir Kontakt aufzunehmen. Und das wäre auch meine Empfehlung an all diejenigen, die sich für dieses Thema interessieren, einfach mal auf die Homepage zu gehen, sich die Tipps runterzuladen und da mal ein bisschen zu stöbern und dann tatsächlich aus der Opferrolle in die Gestalterrolle zu gehen oder wenn man sagt, jo, ich bin schon in dem Thema aktiv, noch mehr einfach an Informationen herauszubekommen. Deswegen darf mein Tipp einfach mal Kontakt aufnehmen. Und ja, wir sind jetzt am Ende dieses Podcasts. Ich bedanke mich recht herzlich, lieber Zuhörer, dass du damit dabei warst und mir deine Zeit geschenkt hast. Und natürlich bedanke ich mich auch sehr herzlich bei dir, liebe Dr. Jana Fese. Liebe Jana, danke, dass du mir auch deine Zeit geschenkt hast und unseren Zuhörern so viele Tipps gegeben hast. Am Ende dieses Podcasts hat aber immer der Gast die letzten Worte. Deswegen übergebe ich dir jetzt mein Wort und verabschiede mich von den Zuhörern und sage vielen Dank, dass du mir die Aufmerksamkeit geschenkt hast für diesen Da merkst du was Podcast. Und ich freue mich riesig, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist und diesen Podcast empfiehlst. Ich bin der Jens von der Provinzial und ich bin jetzt raus. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Es hat mir wirklich sehr, sehr viel Freude gemacht und ich wünsche euch allen einen wundervollen Tag und ein cooles Erfolgsmindset. Am Ende dieser Podcast-Folge lass mich dir noch ein Angebot machen. Da du diese Folge dir bis zum Ende angehört hast, möchte ich dir etwas zurückschenken. Und zwar eines meiner wertvollsten Dinge, die ich besitze, meine Zeit. Melde dich daher gleich jetzt über den Link in den Shownotes an und vereinbare einen Videotermin mit mir. Ich beantworte dir dann deine Fragen rund um das Thema Versicherung und Finanzen und wenn du magst, checke ich kostenfrei deine bestehende Absicherung und gebe dir Tipps dazu. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann tu mir doch bitte einen Gefallen und hinterlasse doch gleich gerne 5 Sterne. Vielen Dank, dein Jens von der Provinzial.